Zeit, weißt du? Flug Nummer 2. Okay. Was geht ab, meine lieben Sportsfreunde? Endlich ist es wieder soweit. Wir sind wieder on Tour und wenn ich einen Wettkampf mache, dann halt immer mit YouTube bzw. mit euch. Und ich bin echt gespannt darauf, wie Ukraine sein wird. Wir haben 26 Grad. Die Kamera hält meine liebe Frau. Dreh mal, damit die dich auch sehen. Oh Gott. Komplett fertig von der Tour. Auf jeden Fall, wir waren jetzt 13 Stunden unterwegs. Wir mussten in Istanbul in der Türkei übernachten, quasi am Flughafen. Ich bin eigentlich total geboxt, aber ja, ich bin echt gespannt darauf und wir fahren jetzt erstmal los und gucken uns das mal an. Ich weiß nicht, ob die hier eine Autobahn haben, aber mal schauen, wir sind mal gespannt. Kommt mit. Es besteht keine Straßenverkehrsordnung hier. Überall sind Trabis und Ladas unterwegs und die machen, was sie wollen. Guck doch nach vorne. Keine Straßenbezüge, alle fahren auf der Mitte. Da steht einfach irgendwie ein LKW. Da kommt ein Esel. Jo Leute, wir sind jetzt endlich angekommen. So wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir jetzt auch eine andere Tagezeit. Wir sind angekommen, wir mussten die Übergabe machen. Das war lustigerweise sehr lustig, als wir hier waren. Die Übergabe ist auf Russisch stattgefunden, hat stattgefunden. Und das Lustige war, dass wir über Google Translate den ganzen Tag mit dem Typen hier versucht haben, uns zu kommunizieren. Da kannst du mal sehen, wie abhängig wir vom Internet sind. Auf jeden Fall, wir sind angekommen, waren noch einkaufen, hatten ja noch einen 2 Stunden Weg hierhin. Überraschenderweise ist die Bude richtig geil. Also Preis-Leistung in Ukraine kann man echt nicht toppen. Für 400 Tacken, für 10 Tage ist diese Bude einfach grandios. Super gepflegt. Ich will euch das jetzt hier nicht verkaufen. Aber wir haben eine Sauna. Wollen wir die Sauna zeigen? Nein, let's go. Dann komm. So. Das ist das gute Ding. Passt gerade mal ein Alu rein. Auf jeden Fall sehr entspannt. Kann man sich vorher einschalten. Reinsitzen für 20 Minuten. Und dann in den kalten Pool rausspringen. Das ist das perfekte. Unser Weg war sehr beschwerlich. Also wir sind erstmal 4 Stunden nach Istanbul geflogen. Da mussten wir 7 Stunden irgendwo auf dem Boden pennen. Essen war nicht richtig drin. Und ja, das gibt mir ein bisschen Recovery für den großen Tag morgen. Und bevor wir da auch weiter eingehen, kommt man eigentlich mit raus noch. Hier wird gekocht,
das ist dafür geil. Keine Ahnung. Keine Kuhschrank. Cool. Hollywood-Schaukel. Grill. Terrasse. Alles am Start. Proteine sind schon am Putzen. Morgen ist der Static Monsters Wettkampf. Da wird Locklift auf Max geballert und 18-Inch Deadlift. Das ist die Europameisterschaft, weil ich mich letztes Jahr schon qualifiziert habe dafür. Es werden ein paar Jungs aus Ukraine dabei sein. Kenne ich gar nicht. Sollte man nie unterschätzen. Und ein paar Jungs aus Litauen. Die, was Strongman angeht, ja auch ein bisschen weiter als wir in Deutschland. Sollte man auch nicht unterschätzen. Gucken, was morgen abgeht. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Aber Recovery, Unterkunft ist top. Mietwagen am Start, Internet am Start, alles ist okay. Und ja, bin mal gespannt auf morgen. Bis dahin. Endlich am Wettkampfort. Wir haben jetzt gerade unsere T-Shirts bekommen, habe die Jungs aus Deutschland gerade getroffen. Das ist die Wettkampf-Area, das ist eine alte Sporthalle, Ostblock Kur. Da haben wir auch noch einen Ostblock-Jung, der Volker Bauer. Der hat gesagt, ihr müsst ein bisschen ringen. Auf jeden Fall. Wir starten um 14 Uhr mit dem Lock und so wie ihr sehen könnt, ist das Equipment nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Lock ist etwas kleiner, dünner. Es ist kleiner, dünner. Und ich bin mal gespannt, was damit geht. Ich mache gleich erstmal ein bisschen Equipment-Check und dann geht es auch gleich schon los. So Leute, langsam fangen wir an. Wir haben jetzt Lock auf Max, der liebe Volker Bauer ist auch am Start, ein GFSA-Athlet aus der zweiten Liga. Der hat mich mal im Truckpool fertig gemacht. Ja, kannst du dich noch erinnern? Ja, ich erinnere mich. Ja, habt ihr nicht gerechnet damit, gell? Habe ich auch nicht damit gerechnet. Auf jeden Fall. Erzähl mal, wie fühlst du dich? Für mich gut eigentlich, ja. Also, gut geschlafen, gut gegessen, alles top, Wetter stimmt. Leute stimmt, Atmosphäre stimmt, alles stimmt. Ist das dein Home hier? Genau, genau, ich fühle mich hier. Heimatliebe, genau. Warm-up ist einigermaßen fertig. Der Lock ist ein bisschen anders als erwartet. Und mal schauen, was abgehen wird. Ich habe jetzt gerade die 120 gedrückt, die ging eigentlich easy. Hat sich ein bisschen schwerer angefühlt als normalerweise. Aber
Das sind keine Ausreden. Mein Opening Weight wird 180 Kilo sein. 190 und dann zum Schluss die 195. Jetzt versuchen, merkt schon, Nervosität steigt. Es wird ernst. Das sagen darf oder nicht. Ist mir aber auch scheißegal. Ich habe die Scheiße hochgeholt. Und das war das Wichtigste. 185 habe ich in Frankreich gemacht. Aber wenn der erste schon scheiße war, geht es hier nicht mehr um den deutschen Rekord, sondern einfach nur um das, um die Competition zu gewinnen. Und ich habe jetzt den nächsten Versuch geskippt, weil das war alles, was ich hatte. Ich spare mir die Kraft für den Deadlifts auf. Der Lock ist vom Umfang her ein bisschen kleiner. Dementsprechend ist es schwieriger, den umzusetzen. Und ja, ich habe eine 180 Kilo Wertung drin. Und das ist alles, was zählt. Jetzt unterstütze ich mal die Jungs. Den Volker. Da muss er mal richtig Gas geben jetzt. Ihr seid dabei. Komm. Jetzt ist langsam Italien-Stadtlift dran und das erste Gewicht wird 340 bei mir sein. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ich mache erstmal die 340 und wenn die gut laufen, werde ich mich entscheiden, die 370 zu machen. Mal schauen. Ich bin mal gespannt.
heute. 3,40 ist gemacht. War gar nicht so schwer, war in Ordnung. Der nächste ist 370. Und dann werden wir mal schauen. Ich bin ein bisschen durcheinander. Zu viel Druck auf den Kopf. Mal gucken. Aber ich bin guter Dinge, besser als letztes Jahr. Total von 550. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt gewonnen habe oder Zweiter oder Erster oder sonst was. Ich weiß nur, dass ich 25 Kilo mehr habe als vor 8 Monaten. Aber ja, heute war nicht so mein Tag. Keine Ahnung, woran es lag. Aber es ist definitiv nicht meine Bestleistung, aber trotzdem okay. Der Wettkampf ist vorbei. Ich bin Europa bester Static Monsters Lifter. Wobei ich sagen muss, das ist nicht gerade meine Bestleistung. Aber ich habe im Total 25 Kilo mehr als vor 7 Monaten. Also ist das schon eine Steigerung. Der Lock war komisch, aber ich weiß, so viele Ausreden. Aber es hätte eigentlich mehr gehen können. Als ich den ersten Versuch nicht geschafft habe, wusste ich sofort, dass es hier nicht mehr um deutschen Rekord geht, sondern Event-Win.
Deswegen habe ich es gelassen mit der Weltsteigerung und habe die 180 Kilo gemacht. Und ja, jetzt geht es erstmal schön was zu essen. Der Veranstalter hat uns noch eingeladen ins Restaurant. Und da wird jetzt mal gemampft. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht in 5 Tagen mit dem nächsten Wettkampf weiter. Grand Prix Wettkampf am 4.6. Dazu kommt natürlich auch ein YouTube-Video. Und ja, ich freue mich, ich bin happy. Europas Bester. Ich konnte Deutschland gut vertreten. Und wenn ihr noch weiterhin Bock habt, vergisst mal nicht zu abonnieren, ein Like da zu lassen, einen Comment. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.